1500 Wettkampf PS, die Gebrüder Schwarz, Eugen und Helmut mit dem Ghostbuster 1 vor dem Bremswagen, erster Starter in der Mini-Puller-Klasse. Ist gut unterwegs, der Ghostbuster. Der Bremswagen steht, glaube ich, gut. Er kämpft sich zur Full-Pull-Marke. Info vom Team Schwarz zum neuen Trecker. Er wird nächstes Jahr kommen. V8 mit 3000 PS. So die Aussage mit Abgas-Turbo-Aufladung. Hothead Chevy Power. Der nächste Starter. Extrem schwarzer Qualm beim Crazy Horse Team. Das kennen wir so nicht von ihm. Vor dem Bremswagen mit ganz viel Gefühl ist er unterwegs. Das hat er mittlerweile gelernt, der Stefan. Und er hat den Full Pull. Erstmals in der vollen Saison gleich die Meisterschaft einfahren. Ich glaube, er riskiert zu viel. Brumbach 15 Punkte auf dem Zettel, da ist er Dritter geworden. Grüne Flagge, Mr. Rubble. Pure Kraft bändigen vor dem Bremswagen. Der Stefan Schwarz. Vorsichtig geht er zu Werke. Grüne Flagge für die Ghostbusters. Und die Weite ist okay, aber er kommt nicht ran an dem Hothead. Ersten Jahr tatsächlich deutscher Meister werden? Das ist die große Frage. Knockout, der Dominik Eisenmann noch einmal am Steuer. Grüne Flagge.